ihr Lieben. Wir haben uns vorgenommen, den Monat November zu nutzen, um euch 4 Wochen lang jede Woche einmal ein Do-It-Yourself zum Thema Orangen zu zeigen. Anfangen möchte ich heute mit Kerzen aus Orangen. Wie das geht? Ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür einige Kerzenreste im Wasserbad, inklusive eines Dochtes, eine Orange und eine Zitruspresse. Die Wachsreste habe ich bereits hier ins Wasserbad gegeben. Das heißt also, der Wachs kann sich jetzt damit beschäftigen, langsam aber sicher zu zerschmelzen. Das dauert natürlich einen Moment, aber unterm Strich geht es eigentlich ganz schnell. Und während der Wachs sich jetzt anstrengt, sich zu verflüssigen, bereite ich schon mal die Orange vor. Die schneide ich einfach durch. Und zwar schneide ich das obere Drittel ab. Also ich hinterlasse mehr als die Hälfte unten. Und presse jetzt den großen Teil einfach mit der Saftpresse aus. Die Reste muss ich jetzt noch fein säuberlich mit dem Messer oder mit einem Löffel, wie auch immer, aus der Orange rauskratzen, sodass wirklich kein Fruchtfleisch mehr enthalten ist. Denn sonst fängt es schnell an zu schimmeln und das wollen wir natürlich nicht. Also einfach alles rauskratzen, was so da ist. Ja, so sieht das dann aus, wenn die Orange ausgehöhlt ist und jetzt kommt der Wachs zum Einsatz. Wenn die Kerzenreste soweit geschmolzen sind, kommen sie aus dem Wasserbad heraus. Und jetzt kommt der kleine Docht, den ich auch aus den Kerzenresten übrig habe, zum Einsatz. Den wickele ich hier um einen kleinen Schaschlikspieß herum. Einmal einfach umschlingen. So. So sieht das dann aus. Und jetzt halte ich den einfach hier in die Kerze rein. Jetzt muss der Wachs nur noch fest werden, auskühlen, dann ist unsere Orangenkerze schon fertig und das Ergebnis sieht dann ungefähr so aus.